Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Heute haben wir das End of Fight ARX 500 ARGB. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten schon das ARX 700R mit Non-RGB-Lüftern drin. Hier haben wir jetzt 4 RGB-Lüfter drin und das Case, das schauen wir uns heute mal an. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass das hier der kleine Bruder von dem ARX 700 ARGB ist. Die haben einen Preisunterschied untereinander von 10 Euro. Ob man dann das kleinere nimmt oder das größere, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich persönlich würde immer zu dem größeren greifen. Allein schon aus dem Grund, weil die Grafikkarten auch immer größer werden. Und das macht bei den beiden Gehäusen, wenn man die vergleicht, schon einen Unterschied. Aber auch wie immer, nicht lange schnacken. Wir gucken uns das Ding jetzt an und dann gucken wir uns hinterher auch nochmal diese integrierten RGB-Profile an, weil die hatten wir beim ARX 700 natürlich nicht. Das war ja die R-Variante. Hier haben wir jetzt RGB mit dabei, Controller ist auch da drin, zeige ich euch jetzt aber alles. Auch hier ist es wieder so, die Front wird magnetisch gehalten, könnt ihr dann einfach so rausnehmen. Es ist eine Metallfront mit Kunststoffrahmen. Theoretisch könnt ihr das ganze Teil dann nehmen, bei euch in die Dusche reinschmeißen oder die Badewanne eben absprühen, trocknen lassen und dann wieder hier reintun. Dann habt ihr den Staub auf jeden Fall schon mal weg. Um das hier auch nochmal richtig zu zeigen, wir haben 3 RGB-Lüfter an der Zahl in der Front und einen hinten. Somit habt ihr, wenn ihr jetzt keine Wasserkühlung oder so einbaut, einen Überdruck im Gehäuse. Sprich, die Luft geht dann auch oben raus und oben lagert sich kaum Staub ab. Wenn wir auch gerade bei dem Thema oben sind, wir haben hier einen Ein- und Ausschalter, einen Reset-Knopf, den ihr theoretisch halt auch für diese RGB-Steuerung nutzen könnt. Hier wird es auch so gemacht, der ist grundsätzlich schon mal an dieser Platine angeschlossen, die RGB-Funktionen eben steuern. Wir haben zweimal USB 3.0, eine getrennte Mikrofon- und Kopfhörerbuchse, was ich schon mal besser finde als eine Kombibuchse, und USB-Typ-C ist auch mit am Start. Und auch bei diesem Gehäuse haben wir hier unten wieder einen Staubfilter, den könnt ihr einfach rausziehen, der wird hier mit so einem magnetischen Rahmen gehalten. Und den könnt ihr dann auch einfach wieder reinschieben, wenn ihr den sauber gemacht habt. Finde ich besser als diese reingeklipsten, wenn das wirklich so eine Schubfunktion hat. Die Seitenscheibe habe ich hier schon mal abgenommen. Ist natürlich Glas, bei dem Preispunkt sollte natürlich auch kein Acryl oder so verbaut sein. Und jetzt schauen wir uns mal das Innere an. Also erstmal hier der RGB-Lüfter, den ich schon angesprochen habe. Wir haben wieder eine große Aussparung, wo ihr die Backplates tauschen könnt, wenn ihr von Luftkühler auf Wasserkühlung oder andersrum irgendwie umsteigt. Gummierte Kabeldurchführung finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, weil ihr dann halt nicht einfach so ein Loch hier in dem Case habt. Ich kann das ja mal rausnehmen. Ich finde, das sieht immer ziemlich schäbig aus. Jetzt seht ihr auch hier die ganzen Kabel und ich habe noch gar nichts großartig verlegt. Also das ist von der Grundausstattung her. Aber die Dinger sind echt super. Ich verstehe sowieso nicht, warum einige Hersteller darauf immer noch verzichten, weil das ist ein Centartikel, den knallen die dann da rein, dann sind die fertig damit. Hier habt ihr wieder die Möglichkeit, 2,5 Zoll SSDs zu verbauen, 4 Stück an der Zahl. Die Kabel legt ihr dann einfach durch diese großen Schächte hier unten durch. Und den Punkt hier, den habe ich ja letztes Mal auch schon gelobt, das ist diese gummierte Kabeldurchführung für die Grafikkartenkabel. Das werden wir auch gleich noch sehen. Das sieht einfach clean aus, wenn die Kabel einfach im Boden verschwinden. Die magnetische Klappe ist auch wieder mit am Start. Darunter verdecken sich die schraubbaren Slotblenden. Klar, bei 110 Euro erwarte ich das mittlerweile auch. Wenn das Gehäuse jetzt günstiger gewesen wäre, dann gibt es halt welche, die sich einfach nur rausbrechen lassen. Die kriegt ihr aber nie wieder da rein. Sprich, ihr brecht mal irgendwann so ein Blech raus, dann macht ihr eine WLAN-Karte rein, braucht ihr irgendwann nicht mehr, baut die wieder raus, ja, dann habt ihr ein Loch hinten im Gehäuse. Hier sind sie schraubbar, das ist auch gut so. Und es sieht halt schön aus, wenn ihr das hier zumacht und das hält auch und dann habt ihr keine Schrauben da rausgucken. Für das Netzteil gibt es hier einen Rahmen, den könnt ihr theoretisch abschrauben, das Netzteil auf den Rahmen schrauben, dann die ganze Nummer hier reinschieben. Ob ihr das jetzt durch die Seite reinführt oder eben so von hinten, ist relativ wurscht. Und wenn man jetzt hier die Rückseite abnimmt, sieht man erstmal, was für eine riesige Aussparung das ist. Also da habt ihr auf jeden Fall viel Platz hinter dem Mainboard, um eben diese Backplates zu tauschen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir haben hier einen PWM- und ARGB-Verteiler, beides mit drin. Habt sogar noch einen Slot frei, könnt ihr theoretisch noch einen 5. Lüfter mit reinschmeißen oder einen zusätzlichen Verteiler. Hier oben sieht man auch der Reset-Switch drauf. Ich gehe jetzt auch nochmal näher dran mit der Kamera. Man sieht hier oben die Beschreibung Reset-LED-Switch. Also ihr könnt den als Reset-Knopf benutzen fürs Mainboard oder eben für diese Steuerung, die hier drauf ist. Wie gesagt, damit wird dann die Beleuchtung gesteuert und die Lüfter werden auch angesteuert, beziehungsweise es ist ein Verteiler. Die Lüftergeschwindigkeit könnt ihr dann insgesamt regeln über das Mainboard. Wie auch vom letzten Case schon bekannt, haben wir hier diese Klettverschlüsse für die Kabel. Finde ich immer noch besser als Kabelbinder. Bei Kabelbindern müsst ihr dann immer die durchschneiden. Aufpassen, dass ihr kein Kabel oder so erwischt. Die könnt ihr einfach abziehen, die Kabel durchlegen und dann wieder festmachen. Finde ich in Ordnung. Ist eine Kleinigkeit, aber haben sie halt drauf geachtet. Muss ich auch mal ansprechen. Allgemein, wenn ich mir das vom Kabelmanagement so angucke, hier vorne ist so eine leichte Phase drin, das sieht man vielleicht auf der Kamera, so eine schräge, dass man wirklich mehr Platz hat hier in diesem Bereich. Hier kommt ja das Mainboard rein und nach vorne hin hat man dann mehr Platz für die ganzen Kabel. Ist nicht ideal gelöst, aber immer noch besser als bei günstigeren Gehäusen, die einfach nur eine Platte haben und da muss man zusehen, wie man klarkommt. Das ist schon ein bisschen besser dann. Wenn man jetzt das Nonplus Ultra will, macht man es wie Lian Li oder Shakun zum Beispiel bei den teuren Gehäusen. Da hat man da eine Klappe dazwischen, dann kann man die einfach zumachen, die Kabel dahinter verstecken. Aber so ist es auch okay, wann guckt man mal hinter den PC? Und die Zubehörtüte, die schauen wir uns jetzt auch direkt an.
Hier wieder der Klassiker, ganz normale Kabelbinder, obwohl wir halt diese Klettstraps mit dabei haben. Diese Gumminuppel sind übrigens dafür da, dass ihr Laufwerke da anbringen könnt. Ihr habt hier beim Gehäuse zum Beispiel diese Durchführungen und dann schraubt man so einen Gumminupsel an das Laufwerk und dann könnt ihr die so dahinter einführen, also dann könnt ihr die Laufwerke schnell wechseln. Hier sind die typischen Mainboard-Schrauben mit den Abstandshaltern mit dabei. Und dann haben wir jetzt hier halt diese Laufwerksschrauben. Die werden dann kombiniert mit diesen Gumminuppeln und dann könnt ihr die einfach festmachen. Und dann war hier noch so eine Standardanleitung mit dabei. Gut, den Deckel kann man noch abmachen, das kann ich euch gleich auch noch zeigen. Sind allerdings nur zwei Schrauben, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und hier haben wir halt noch so eine kleine Anleitung hinten dran. Da wird unter anderem erklärt, wie das mit dem Netzteil funktioniert, wie man das einbauen soll, wie das mit den SSDs ist, dass man die dann halt mit diesen Gumminuppeln da festmacht. Aber ja, ich denke, jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, findet das auch von alleine heraus. Und dann würde ich mal sagen, fange ich jetzt wieder an zu bauen. Übrigens, wasserkühlungstechnisch, falls jemand Interesse hat, weil ich baue gleich einen Luftkühler ein, oben 280 mm Maximum und vorne 360 mm. Also wenn ihr wirklich eine 360er AIO haben wollt, nehmt vielleicht das ARC 700. Wenn ihr sie eh in die Front bauen wollt, nehmt das 500, da könnt ihr ja machen. Aber ich finde, bei 10 Euro Unterschied kann man sich auch direkt das große Gehäuse nehmen. Das ist übrigens noch das Thema, was ich ansprechen wollte. Dieser Rahmen, den müsste man jetzt abschrauben, schraubt den dann auf das Netzteil, packt das Netzteil hier hinten rein, muss den dann wieder festschrauben. Man kann es auch einfach so machen. Einfach hier seitlich rein, das Ding. Ja, das rappelt jetzt ein bisschen, weil der Tisch natürlich mitwackelt, sondern das Netzteil auch drin. Also, ist nett gemeint, kann man machen, klar, aber es geht halt auch einfacher. So müsst ihr jetzt nur 4 Schrauben festmachen und nicht 8. So, die Verkabelung wäre jetzt auch soweit erledigt. Ich habe mir da jetzt nicht mega Mühe mitgegeben, aber ihr seht das Prinzip. Man kann die alle schön hier durchführen und die so oft auf und zu machen, wie man will. Hat man jetzt mal ein Kabel vergessen, einfach das Klett hier vorne wieder abziehen und dann ist die ganze Nummer auch wieder mit eingebunden. Und auch hier seht ihr das mit dieser Kabelführung. Bin ich immer noch begeistert von. Ich weiß, beide Gehäuse haben das, aber ich finde das echt super, dass das Kabel hier einfach drin verschwindet. Man sieht da hinterher nichts mehr von. Bevor ich den jetzt aber einschalte, messe ich nochmal den Abstand von hier oben bis zum Spannungswandlerkühler. Das ist immer wichtig bei Wasserkühlungen. Es gibt nämlich dickere Wasserkühlungen, zum Beispiel die Arctic Liquid Freezer 2 heißt die und die Core Ocean. Ich glaube, die ist von AlphaCool. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben die einen dickeren Radi. Und ja, man sieht auch schon, es wird schwieriger. Wir haben 55 mm in der Dicke. Und die beiden besagten Wasserkühlungen sind halt einfach dicker. Und dann kollidiert ihr eventuell mit dem Spannungswandlerkühler oben oder eben mit dem RAM. Da muss man immer vorsichtig sein. Deswegen nehmt eine normale 280er oder eine 240er, geht natürlich auch oben rein. Oder baut es eben in die Front. Dann müsst ihr aber was von der Grafikkartenlänge wieder beschneiden, sag ich mal. Denn wenn wir jetzt mal auf die maximale Grafikkartenlänge zu sprechen kommen, dann haben wir da eine Gesamtlänge von 350 mm. Und dann ist Schluss. Wenn ihr jetzt noch einen Radiator reinpackt, sind es auf einmal nur noch 320 mm oder vielleicht sogar noch weniger. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig. Ihr seht jetzt hier die 6700 XT von Asus. Das ist die Dual, die benutze ich ja ganz oft in meinen Reviews. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel Platz, ne? Also seid da wirklich vorsichtig, dass der Airflow noch irgendwo gegeben ist, wenn ihr jetzt eine 360er einbaut. Mit der Grafikkarte würde es tatsächlich sogar gehen, ist sogar noch ein bisschen Luft. Aber wenn die Grafikkarten länger werden, wird es halt schwierig. Oder nehmt eben direkt das ARC 700. So, und die ganze Nummer läuft auch schon. Und ich finde, kann sich sehen lassen. Ist jetzt natürlich ein bisschen hibbelig, ne? Es gibt verschiedene Programme. Der hintere Lüfter, der macht genau das Gleiche. Ihr habt ja theoretisch sogar noch einen Slot frei, bei dem ihr dann noch einen weiteren Lüfter oder eine Wasserkühlung oder so anschließen könnt. Was mir letztes Mal gar nicht so aufgefallen ist, aber was jetzt natürlich auffällt, klar, bei dem anderen Gehäuse war einfach kein RGB mit dabei. Das Logo hier, ne? Ja klar, es ist mittig, klare Sache. Aber irgendwie, man schaut ja so von der Seite, man sitzt jetzt hier, man schaut von der Seite sich seinen PC so an und dann ist dieses Logo da drin. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wisst ihr, wo das hingehört hätte? Hier oben drauf. Wäre ein super Spot gewesen, hätte keinen gestört, man sieht das Logo immer in der Front, ist super. Jetzt sitzt das da unten. Ja, ist mir halt das letzte Mal nicht wirklich aufgefallen, weil keine Beleuchtung drin war. So ist es jetzt halt. Wir schauen uns jetzt erstmal auch die RGB-Profile an. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, das war letztes Mal einfach viel zu lange. Und ihr könnt natürlich auch die Lüfter hier mit eurer Mainboard-Software irgendwie ansteuern. Habt ihr zum Beispiel Gigabyte, ist das RGB Fusion, übrigens die letzte Drecksoftware, aber damit geht es theoretisch. Asus Aura Sync heißt es, glaube ich, gibt es noch MSI, hat auch noch Mystic Light, glaube ich. Also ihr könnt auf jeden Fall diese Dinger damit ansteuern oder eben mit der integrierten, die wir uns jetzt mal eben anschauen. Ich schalte jetzt einfach mal schnell durch.
Das waren jetzt soweit alle Profile. Die haben natürlich noch einen etwas längeren Effekt, aber ich wollte das jetzt echt nicht zu lang ziehen. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. Das sind diese Standardeffekte, die eigentlich fast jedes Gehäuse, was so eine Steuerung mitbringt, halt mitbringt. Und hier machen wir jetzt auch mal einen kleinen Airflow-Test. Ja gut, was soll man erwarten? Wir haben drei Frontlüfter, wir haben einen Hecklüfter, wir haben den CPU-Kühler noch da drauf mit dem Lüfter und oben könnten theoretisch auch noch zwei Stück rein, also 240er oder eben eine Wasserkühlung oder ähnliches. Hier ist der Airflow auf jeden Fall gegeben. Und bevor ich es vergesse, das hier oben, der Deckel, das hatte ich ja eben angesprochen, ist mit einer Schraube befestigt. Ich dachte erst, es wären zwei. Ich bin das so gewohnt von Lian Lee und Shakun, die haben immer zwei Schrauben. Hier ist es eine. Könnt ihr einfach abnehmen, dann macht ihr da eure Wasserkühlung rein oder irgendwelche Lüfter, wie ihr gerne Bock habt. Und dann einfach wieder zumachen und draufschieben. Ist aus Metall, könnt ihr genauso eben mit dem Duschkopf drüber gehen oder einem Staubsauger, dann ist das Ding wieder sauber. Kommen wir zum Fazit. Also das Teil ist nicht schlecht. Ist wie das ARC 700, nur halt kleiner und 10 Euro günstiger. Ich will dem jetzt die Daseinsberechtigung echt nicht absprechen, aber ich finde es halt Quatsch, für 10 Euro weniger ein kleineres Case anzubieten, was genau die gleichen Funktionen hat wie das andere, nur dass halt nicht so große Grafikkarten oder ähnliches reinpassen. Das ist soweit alles schick. Wir haben 4 RGB-Lüfter, wir haben PWM-Verteiler. PWM, nicht DC, sondern wirklich PWM. Wir haben RGB-Verteiler da drin, da ist sogar noch ein Slot frei. Das ist alles fein, nur irgendwie, weiß ich nicht, ich werde da nicht schlau draus. Das ist ein gutes Case, nur das 700er gibt es halt für einen 10er mehr. Weiß ich auch nicht. Also das Ding ist jetzt gelistet für 105 Euro bei Geizhals. UVP war glaube ich 110. Ich verstehe es nur einfach nicht, warum da nicht so eine Preisdifferenz von vielleicht 20 Euro oder 25 Euro drin wären. Dann könnte man irgendwo noch begründen, warum man nicht gleich das 700er nimmt, sondern das 500er. Man will vielleicht ein bisschen sparen, will eh nicht so einen riesen Case haben. Aber ja. Also wenn ihr da Bock drauf habt, bitte, kauft es euch. Es ist nicht schlecht, es ist qualitativ in Ordnung, die Blechstärke ist auch okay. Aber ich würde zum 700er greifen, das ist halt einfach so. Vielleicht wisst ihr auch schon, was jetzt kommt. Das habe ich bei dem 700er auch schon gemacht. Das Ding brauche ich genauso wenig wie das 700er bei mir zu Hause, weil ich schon genug Gehäuse habe und ich habe ein gutes bei meinem Hauptsystem und so. Ich verlos das. Wie immer, schreibt einen Kommentar über das Review, wie euch das gefallen hat. Nicht einfach nur einen Satz oder so, die werden gar nicht mit reingenommen in den Lostopf, sondern wirklich einen vernünftigen Text. Was weiß ich, so ein Dreizeiler, yo, das hat mir gefallen, das eher nicht so, dass ich Feedback habe. Ich brauche das Gehäuse nicht, aber ich brauche euer Feedback. Deswegen, schreibt einen Kommentar, ich lose euch dann aus, bei mir im Livestream auf Twitch in den nächsten 2 Wochen irgendwann. Sage euch natürlich auch Bescheid in den Kommentaren. Bitte nur Leute aus Deutschland, wie immer. Wenn ihr in Österreich oder so wohnt, dann müsst ihr halt die Versandkosten zahlen, wenn ihr das übernehmen wollt. Ansonsten nehme ich einen anderen, der das gewinnen kann. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Wie gesagt, empfehlenswert das Case, Daseinsberechtigung, weiß ich nicht, müsst ihr selber entscheiden. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben wäre auch nicht schlecht. Und Dankeschön an der Endorfi, die mir das Ding natürlich zur Verfügung gestellt haben. Deswegen steht da oben auch Werbung, weil ich das halt zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich bekomme dafür auch nichts, immer ganz wichtig, also es ist wirklich meine Meinung. Ja, meine Meinung holt das 700er. Das 500er ist cool, das 700er kostet 10er mehr, nehmt das. Also, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.